Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir waren gerade, hier kommt der dicke Kater hier schon wieder, weg. Wir waren gerade dabei, oder haben gerade das Unboxing gemacht zum Heizsensor von Merus, den MTS150H. Also das ist ein smarter Thermostat, besser gesagt. Ich habe den auch schon auf. Unboxing verlinke ich euch oben in der Infokarte. Und jetzt wollen wir den, das sind die falschen Batterien, jetzt wollen wir den ja auch benutzen. So, dafür machen wir zuerst einen Wandadapter rein. So. Und alles im Lieferumfang enthalten. Und dann verbinden wir den mal mit dem Smart Hub. So, das ist der Hub, der blinkt und leuchtet. So, dann brauche ich jetzt erstmal meine Merus App. Smart Home, so. Und zwar die Merus App, die ist gleich oben meine erste App. So, hier haben wir sie. So. Und wir wollen jetzt ein neues Gerät hinzufügen. Also nicht wundern, die ausgegrauten, die sind jetzt nicht an. Ja, also ich habe das so, dass wenn die Steckdose, also zum Beispiel die Sofalampe links, Sofalampe rechts, ja, die brauchen nicht an sein, ja, wenn ich nicht auf dem Sofa sitze. Und dann habe ich ja noch die smarte Lampe, das ist die etwas größere Variante. So, wir wollen aber was Neues hinzufügen. Hinzufügen. Okay, Bluetooth aktivieren. Smart Stecker. Garagentüröffner, mehr, smarter Thermostat, smarter Schalter, Smart Sensor Alarm. Wir wollen jetzt einfach mal, wir testen einfach mal Heizung aus. Wo haben wir sie denn jetzt? Da. So, jetzt sagt er, welche wir haben, und wir haben jetzt die MTS 150. So, weiter. Leuchtet das orange-grün? Ja. Gerät verbinden. So, das war's schon. Der macht jetzt noch die letzten Einstellungen. Und dann ist es verbunden mit dem Smart-Ding hier. Das habt ihr gesehen, wie schnell das geht. Dies steht auch da, kann einige Sekunden dauern. So, in der Zeit, wo das einige Sekunden dauert, nehmen wir uns hier eine Batterie. Na, komm noch. So, jetzt haben wir hier zwei Batterien. So. Achso, ich muss jetzt die Wi-Fi nochmal bestätigen. 2,4 GHz. Ja. Zu Einstellungen gehen. Achso, ich muss mich erstmal mit dem Merus-Ding verbinden. Da ist es. So, verbunden. So, ja. Passwort. So, zack. Fast geschafft. Jetzt hat er halt von meiner Fritzbox das haben wollen.
So, jetzt machen wir hier so und so. Da haben wir schon Striche jetzt und eine 0. Dann stecken wir das hier wieder rauf. Wir müssen mal gucken, hier wo das Ding ist. Weiter. So, geh mal runter, Kater. Runter. Ach, der dicke Kater hier, ey. Ja. So, bitte wähle die Version. MTS, ich habe die 150er Variante. So, Update. Man steht ja hier auf dem Karton. Da. MTS 150H. Da müssen wir jetzt kurz warten. Ich mache gerade ein Firmware-Update. Also von ihm hier. Sieht man das vielleicht, dass da was blinkt? Nö, es leuchtet nur grün. Geht der jetzt schon? Ah, da fährt er gerade raus. Jetzt fährt er wieder zurück. Jetzt kommt er wieder raus. Können wir hier schon einstellen. Wir machen erstmal komplett kalt. Geht der auf, wenn die Grofe gedrückt hatte? Ja. Off. Kompatibilitätsprüfung. Mit diesem Produkt dürfen nur Wasserkühler verwendet werden, ausschließlich Thermostat-Variante. Können durch. Also jetzt sehen wir hier. Jetzt haben wir hier auch halt wieder extern. Können durch dichtes werden. Bei einem Thermostatventil sind Teil 1 bis 5 nummeriert, um Ventilkopf abzunehmen. Okay. So. Das ist mein Standardventil, was ich habe. 1,5. Ja. So, ja, hat er auch schon gemacht, ja, was blinkt da hier, ich mach mal so, wir haben auch hier das WLAN-Signal, also Zeichen, und weiter, so, drücken Sie die 0 für 5 Sekunden und dann kurz Plus- oder Minus-Taste. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Plus. Oder Minus. Habe ich. Das ist jetzt Wohnzimmer. Ne? Weiter. Fertig. Ich hab's.
Firmware Update. Okay. Ach, der MT hier, der hat jetzt auch gleich schon ein Update. Das Ambiente, ja, das ist gerade nicht angeschlossen. Dadurch kann ich das Update davon nicht machen. Das muss ich dann später machen. So, und hier ist der Thermostat. Hoppala. Gucken, ob was passiert. Ach, jetzt geht er. Achso, der zeigt dann die Wärme im Raum, glaube ich, jetzt gerade an. Machen wir mal aus. Ah, jetzt macht er auch was. Funktioniert. So. Und jetzt werden wir das mal anbauen. Gucken, ob das alles so funktioniert. So. Achso, wartet mal. Ich muss nochmal festmachen. So. Mal ausmachen. So. So, jetzt sollte gleich ab sein. So. Jetzt hielt die Heizung natürlich ziemlich schnell, weil der Stift, der hält ja das Ventil geschlossen. Jetzt ist er praktisch offen. Ach Mensch, Schraubgewinde, mein Kryptonit. Ja, mit dem Display. Da hapert es noch. Da bräuchte doch so einen Adapter. Nö, das ist bei mir genauso. Also seht ihr ja. Hoppala. So, das passt ja gar nicht.
Passt zwar ruf, aber... Funktioniert der denn nicht? Weil dann habe ich ja da hinten nichts zum Schrauben. So. Na. Touchpad, das haut noch nicht so ganz hin. Zeit. Aber der müsste ja, glaube ich, die Hitze jetzt da messen. So. Gucken, ob er da was mitkriegt jetzt. Abkühlen auf 10 Grad steht jetzt hier. Ja, jetzt habe ich hier. So sieht es denn aus. Also 24,5 sollte die Temperatur vom Raum sein, glaube ich. So. Ja, weil ich, wenn ich den Balken hochmache, passiert da nichts. Ich kann jetzt hier auf 35 Grad machen. Müssen wir halt kurz warten, bis das Handy das zum Smart Hub und der Smart Hub hier ran gesendet hat. Man kann auch einen Zeitplan und alles machen. Gucken wir uns gleich alles noch an. Also er hat die 35 jetzt schon erkannt, aber macht nicht an. Ah doch, der hat die 35. Das regeln wir jetzt runter.
So, 5. Passieren tut hier aber nichts. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt seht ihr den roten Balken. Ich habe bis 3, ist noch ein Stück frei. Ich habe auf 33. Ah, 33,5 habe ich so, ja. Steht da unten bei Aufwärmen. Und jetzt sollte der eigentlich gleich was machen. Ach, meine Tochter kommt. Oh, was ist denn das? Hat Katzenstütze gewonnen. Ja. Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Es hat nicht funktioniert. Aber wegen meiner eigenen Blödheit. Ich habe hier alles dran. Und da habe A-Punkt ständig gesagt, was sie machen soll. Wollt's ja nicht. Dann ist mir eingefallen, ich hatte doch hier vorher was anderes dran. Ich hatte Devolo dran, hier am Heizkörper. Und hier habe ich ja noch den Devolo-Fenstersensor. Und der war ja auch als im Wohnzimmer und als Thermostat. Also kann ich ja nicht sagen, Wohnzimmer 20 Grad, wenn, denn will der das andere. Was er ja kennt. Also habe ich jetzt in der Devolo-App, weil das ist ja von Devolo, das Ding ist ja defekt gewesen, habe ich ja rausgenommen, muss ich bei Devolo habe ich dann rausgenommen und halt auch die Routinen rausgelöscht, dann habe ich es aus der Alexa-App rausgelöscht und aus dem Wohnzimmer rausgelöscht und dann habe ich den ins Wohnzimmer übertragen, also hast ja alle Geräte und dann halt deine Räume und dann habe ich gesagt, das Gerät soll ins Wohnzimmer. Und jetzt geht es auch, wenn ich jetzt sage, was haben wir denn jetzt? Es braucht aber halt ein bisschen, erkläre ich euch gleich. Da. So, wir haben jetzt 18,5 Grad. Das haut nicht hin. Ich habe nämlich ein bisschen rumgespielt mit der Temperaturkalibrierung. So, wir haben 20. Dann machen wir 20,5. So. Man kann nämlich die Temperatur kalibrieren, die hier die der misst. Weil der misst ja natürlich hier eine wärmere Temperatur durch die durch das heiße Rohr, als es im Wohnzimmer wirklich ist. Aber es soll ja nach der Wohnzimmertemperatur gehen und nicht, was hier irritierungsweise vom heißen Rohr ist oder so. Oder weil hier eine Wärmebrücke ist. Und mein Thermostat ist auf der anderen Seite vom Raum. Der ist von Switchboard übrigens. Und der sagt mir, wir haben hier 20 Grad und 65% Luftfeuchtigkeit. Und danach passe ich den jetzt hier an. So. So. Ich gehe nochmal raus, rein. Und das habe ich jetzt vorhin ein paar Mal gemacht. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Plus, minus, null, ja. Speichern. So. Sollte der eigentlich hier irgendwann die... Ich mache mal hier, dass er halt hier nicht einfach heizt oder so. Die Temperatur haben. So. Und zwar sieht es so aus. Ja, da kann man die Temperatur kalibrieren. Wenn die halt nicht so ist, wie es das Gerät sagt, was das sein soll. Und da versuche ich gerade, dass ich die Temperatur ja echt kriege, was da hinten im Raum ist. Und man kann auch die... den Motor kalibrieren. Alle 7 Tage kalibrieren, 15 Uhr. Voilà. Da wird der Motor kalibriert, um zu gewährleisten, damit der Motor weiterhin funktioniert. Ob er auch geht, also im Sommer zum Beispiel, wo man dann halt
den Motor halt eigentlich nicht braucht, weil man nicht heizen muss. Aber dass der Stift in der Heizung auch bewegt wird, das ist wichtig. Das habe ich nämlich bei meiner alten Heizung gehabt, im Badezimmer. Die brauchte ich ja so gut wie nie anmachen, weil war immer warm im Badezimmer. Das ist ein kleiner Schlauch. Die anderen Räume haben genug Wärme mitgeschmissen, damit das Flur, da ist keine Heizung drin. Und Badezimmer halt eigentlich immer warm waren. Und dadurch ist der Stift, der hier drin ist, der rein und raus geht, also den man rein und raus machen muss, um raus, dass es fließen kann, rein, stopp. Dass das halt funktioniert, hat nicht mehr funktioniert. Wusste ich damals nicht. Mein Vermieter hat dann den Heizungsmann geholt, der kam dann, hat gesagt, ja, das ist ein Problem, das kennen wir, wenn man es lange nicht benutzt. Und hat dann ein bisschen rumgefummelt, gemacht und getan. Und dann ging das wieder, getestet, geht. Und daher weiß ich das aber auch nur. So. Und wenn wir Temperatur kalibrieren, sind wir jetzt zum Beispiel, sagt er an, wir sind bei 22 Grad. Kann aber auch natürlich sein, wegen dem Smart Hub, dass das ein bisschen braucht, weil der funkt halt hier nicht regelmäßig. Ne? Also das mit dem Display, das ist halt so ein Ding, dass das halt, muss man manchmal zwei, dreimal drücken, dass es angeht. Das ist der einzige Manko, was ich jetzt gefunden habe. Aber der funkt halt nicht so wie andere ständig. Zur Fritzbox oder zum Hub oder zur App oder was weiß ich. Nein, der ist nur alle paar Minuten mal an und sendet ein Signal. Ey, hast du was für mich? Soll ich hochgehen? Soll ich runtergehen? Soll ich ausgehen? Sag mir mal was. Dann kommt eine Meldung zurück. Alles okay. Und dann sagt er, okay, ich schlafe weiter. Und dann schläft er weiter. Also dann macht er das Funksignal aus. Das soll dafür sein, laut Anleitung und so, soll das dafür sein, dass die Batterien nicht so oft getauscht werden müssen. Also dass die Batterien länger halten. Ich habe aber auch keine Anzeige für Batterie gefunden, aber in der App habe ich aktiviert, dass ich benachrichtigt werde, wenn Batterie leer geht. Ja, bei schwacher Batterie sagt er mir Bescheid. Dann ziehe ich das hier einfach ab. Oh Gott. Falsch. Ich muss ja hier unten drücken. So, warte mal. Ich finde das hier nicht. So, drück da unten den Knopf. Den da. Dann kann ich das einfach abziehen. Und dann habe ich hier oben zwei Batterien. Die kann ich dann einfach reinmachen. So, und dann mache ich das hier einfach wieder ganz normal. Rauf. Und dann ist alles wieder zu. Und fertig. So, jetzt sagt er 21,5 Grad. So, Temperatur kalibrieren. Wir sagen immer jetzt auf 20 haben wir. So, und speichern. Und um das zu beschleunigen, drücken wir hier einfach drauf. So. Dass er sich die Daten hiervon holt. Hier sagt er natürlich 22 Grad. So. Jetzt hat er 20,5. Jetzt hat er auf die 0,5 kann ich verzichten. Aber jetzt haben wir es kalibriert. Ja, damit er jetzt hier sagt, er sagt immer noch 22. Aber er der Thermometer da sagt 20 und der nimmt jetzt, rechnet das in der App dann halt so um. Geht der denn hier auch dann irgendwann runter? Ja, hier ist er auch runter, Jan, schon. 20,5. So. Weil bringt ja nichts, wenn ihr hier, wie ich habe einen Tisch hier stehen. Und dann entsteht hier, und die Stühle stehen hier und dann ist hier so eine kleine Wärmebrücke. Also ist es hier wärmer als im Rest des Raums. Ja, das dauert dann immer ein bisschen. Und deswegen misst ihr natürlich hier ein bisschen wärmer. Und dann brauche ich ja nicht die Wärme von hier, dass er dann hier bei 21 Grad ausgeht. Und da sind es dann immer noch 20. Ja, deswegen, ja, da muss ich dann mal jetzt gucken, da bin ich gerade noch am Machen, wie das klappt. Ich habe mir jetzt einfach im Normalbetrieb die ganze Zeit getestet und laufen lassen. Und das funktioniert wirklich, wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich werde euch das jetzt aber auch noch mal zeigen. Um die Zeit zu überbrücken aber,
von der App-Einstellung, bis es hier ankommt, werde ich den hier wecken. Also anmachen. Dann hat er auch das Funksignal. So. Ich werde hier auch nichts schneiden, dass ihr das sehen könnt. Hier alles ungeschnitten hier. So. Da ist er. Die haben auch Fenstersensoren, da bin ich auch am Testen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich mir noch mehr davon selber kaufen werde und in meine anderen Räume mache. So, kann ja auch helfen beim Energiesparen. So, ich sage jetzt, wie ihr sehen könnt, hier steht jetzt 20,5 Grad. Das ist die Temperatur. Warte, genau. Ich mag das nicht. Oh, wenn es schief ist. Na, so. 20,5 Grad, sagt er mir jetzt. Das ist das, was wir mit dem Kalibrieren erreicht haben. Ich werde jetzt in der App, so, dass ihr das sehen könnt, ich setze das jetzt auf 21 Grad hoch. Na, machen wir mal 21,5. Entschuldigung. So, dann seht oben steht hier die 20,5, die sind, unten die 21,5, die ich eingestellt habe. Wie gesagt, er weiß jetzt noch gar nichts davon. Der funkt jetzt erstmal ein paar Minuten lang nicht zum Switch, zum Hub, deswegen weiß der das noch nicht. Aber wenn wir ihn jetzt wecken, da! Habt ihr gesehen? Hat er sofort die 21,5. Das sind 20,5. Aber der hat sofort die 21,5 vom Hub synchronisiert. So. Wenn wir hier rauf drücken, da sehen wir das. Wir sind bei 21,5. Weil das kann auch nicht sein, dass ich das jetzt selber eingestellt habe, weil, ihr seht das ja, es geht in 5% Schritten voran. Ja? Wenn. So. Wenn hier 20 steht, dann wäre 20,5, wäre das nächste Mal, wenn ich Plus drücke, 21 und dann erst 21,5. Also der hat das schon abgerufen, aber er geht noch nicht an. Er überprüft das alles noch ein bisschen, braucht ein paar Minütchen. So im Schnitt so 2-3 Minuten. Ich kann auch hier jetzt selber auch nochmal sagen, wir machen 23 Grad. So. Vielleicht ist es mir auch zu wenig, um anzugehen. So, ihr seht, in der App ist es auch schon gleich drinne, dass ich 23 Grad habe. Ich kann das euch auch mal zeigen. Ich mache mal hier. Hoppala. Ich muss mal das mit so machen, damit ihr das seht. So, und hier mache ich jetzt von 23 mal auf 25. So, 25. So. Ist er drin? Habt ihr die gesehen? Ja. Geht ziemlich schnell. Und wenn ich jetzt in der App aber auch wieder sage, hier unten zum Beispiel 21 Grad, kann ich wirklich haben, zack, ist es da oben auch eingestellt. Was ich eigentlich eine ganz gute Temperatur finde. Zack, 21 Grad. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. Warum der jetzt hier nicht so schnell angeht, das weiß ich aber leider nicht. Also wie gesagt, der braucht jetzt immer so 2-3 Minuten, bis der hat die Temperatur. Oder selbst wenn ich die Temperatur hier eingebe, dann braucht er immer so ein bisschen, bis er dann angeht. Warum, weshalb, kann ich euch nicht sagen. So, aber der Raum ist trotzdem immer warm. So, ich kann jetzt mal von 21 auf 22 hoch machen. So, dann haben wir auch noch eine Uhr. Da können wir dann halt hoch runter setzen. 21 Grad reicht mir aus. So. Ja, 23 Uhr. Nee.
Seht ihr das? Das ist jetzt, wenn er jetzt zum Hub funkt. Falls mal die Verbindung weg sein sollte, einfach da gedrückt halten. So. Und dann steht dann hier auch aus. Also wenn ich jetzt hier so drauf drücke, hat das. So. Und ihr drückt haltet, zack. Seht ihr das? Ist auf aus. Ich könnte ihn anmachen. Und er ist auch an. So. Ja, wie gesagt, wir haben 23 Grad. Aber ihr seht, er geht hier noch nicht los. Obwohl alles fest ist. Die erste Zeit habe ich immer dran gedacht, das ist hier, weil es nicht fest ist. Weil Heizkörper ist auch noch scheiße warm. Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Ich stell den mal komplett auf. Ach, da geht schon. Jetzt ist er an hier. Da, 35 Grad, habt ihr gesehen? Ja. Und jetzt mache ich den mal auf 5 Grad, habe ich ihn jetzt runtergesetzt. Aber es kann nur sein, dass es trotzdem etwas offen war. Also ist ja denn die Heiz, der hat ja gesagt, hier 21 Grad will er haben. Jetzt ist es aus. Nee. Volle Pulle. Dass er halt den Durchfluss zwar hat und man das nicht hört. Also hier sagt er 21, er will 23 Grad. Hier ist alles noch heiß. Und wir brauchen halt nicht so viel. Also er misst ja dann die Temperatur, wie viel Grad ist. Und dann sagt er, hier brauchen wir nicht volle Pulle aufdrehen, sondern halt nur ein Stückele, was wir durchfließen lassen, dass wir auf die Temperatur kommen. Und dann hört man den Motor auch nicht. Jetzt geht er aus. Jetzt ist er komplett aus. So, und wenn wir hier raufdrücken, sagt er jetzt hier, die 21 nicht verwirren lassen. Das sind die, die wir haben. Nicht die, die wir wollen. So, wenn wir denn hier da einmal auf Plus oder Minus drücken, 5 Grad. Wenn wir jetzt hier so 21 Grad haben, dann ist er, sagt er, ich brauche nicht angehen. Das ist ja die Temperatur, wie es gerade ist. Und dann sieht das so aus. Ihr habt nur eine Temperatur stehen, eine dicke Temperatur. Das ist die Temperatur, die ist und die wir haben wollen. Aber sobald wir dann halt hochgehen um 5 Uhr, seht ihr, dass es da unten dann steht, irgendwie mal zurück. So. Dann könnt ihr das halt auch immer schnell sehen. Mein Ding da hinten sagt immer noch, ich habe 20 Grad. Also 1 Grad Unterschied bis jetzt. Das ist verkraftbar. Aber so, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, er geht an, er geht aus, er funkt, er macht, er tut. Also kann man echt nicht meckern. Und er hat auch die ganze Zeit hier schön losgelegt. Also wirklich komplett die ganze Zeit. Ich hatte keinesfalls irgendwie mal eine kalte Wohnung oder wo ich gesagt habe, puh, bisschen fröstelig oder so. Ja, doch, wo ich krank war. Wo ich krank war, okay, da habe ich mich hier im Wohnzimmer gepennt, weil im Schlafzimmer konnte ich nicht pennen. Das Bett war zu weich und gerade und egal, ob ich mir Kissen drin gemacht habe oder nicht, bin nicht auf die Höhe gekommen. Ich habe dann so halb im Sitzen gepennt, weil ich halt schwer Luft gekriegt habe wegen dem Asthma. Und da ging es mir halt eine Weile nicht so gut. Und da habe ich dann halt hier im Wohnzimmer gepennt, weil da kannst du fast steil, das ist dann ganz gut. Und da habe ich dann halt festgestellt, dass es abends kalt geworden ist ab einer gewissen Zeit. Hat aber nichts mit dem Gerät zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Vermieter ab 1 oder 2, 1 die Heizung abstellt. Also das Gerät kann dann sagen, ja,
hier sind es jetzt nur noch 20 Grad, 19 Grad. Heizung an. Dann geht der Motor an und will hier was durchpolken, aber es kommt halt nicht so heiß durch, wie es gerne sein sollte, weil alles abgeklemmt ist. Weil dann richtig heizen erst wieder ab 4 möglich ist. 1 bis 4 war, glaube ich, ja, da ist sie abgeklemmt oder abgestellt, der Zyklus. Also die Wärme, die da durchgeht, das Heißwasser da. Ist ja nur Heißwasser. Aber hat auch geklappt. Dass er dann, wo es denn soweit war, kam gleich warm und war ruckzuck der Raum warm. Also kann ich mich nicht beschweren. So, ich werde ihn jetzt noch weiter testen. Ich bin auch ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin wirklich am Überlegen, weil ich mit dem wirklich sehr zufrieden bin, wie er jetzt, also wie er sich jetzt gerade schlägt. Auch vor allen Dingen mit, dass es auch Fenstersensoren gibt und sowas alles. Ich bin sowieso mit Merus sehr zufrieden. Also es gibt ein paar Firmen, wo ich sage, die kann man unbedenklich kaufen. Wenn es jetzt so um Smart Home Sachen geht. Das ist Merus, Switchbot, Gosund, wie heißt die andere auch mit G? Noch irgendwas. Ja, gibt ja Gosund, die halt dieses auch für den Fernseher machen. Und dann gibt es noch eine andere Firma mit Go, G irgendwie. Die sind auch gut. Und die ganzen kleineren Firmen, die bedienen sich halt an den Standards von den Großen. Ist halt so. Oder machen eigentlich das Gleiche, was die Großen machen. Also man kann auch in der Merus-App von anderen teilweise... Nee, bei Merus habe ich es jetzt mit dem Update noch nicht versucht, mit der neuen App. Aber damals... Die kleinen, die hast du auch bei Gosund drin gekriegt und was weiß ich alles. Da braucht er auch gar nicht so viele Apps. Habe ich auch ein Video mal dazu gemacht. Aber Merus hat jetzt halt so viele schöne neue Sachen gekriegt. Wie gesagt, auch den Wassersensor, den ich jetzt demnächst testen werde. Der soll dann im Badezimmer, ach Quatsch, in der Küche, bei der Waschmaschine oder in der Mitte von der Spüle. Dass ich das dann sehe, falls da Wasser, wenn es von der Waschmaschine kommt, die ist links, Spülmaschine ist rechts, die Wasserhähne sind in der Mitte, da wo die Spüle ist, und da mache ich das dann unten auf dem Fußboden in der Mitte, weil das läuft so oder so da lang, also wenn es von da kommt, muss da irgendwo lang, und so, dass ich da halt auch rankomme, das werden wir auch dann im nächsten Video dazu machen. Ich hatte mir auch schon überlegt, im Kinderzimmer, weil da die in der Ecke immer das Wasser so ein bisschen doof ist. Ja, weil die Große halt nicht richtig lüftet. Oder ja, denke ich mal, dass sie nicht richtig lüftet. Ja, oder ich will mal auch mal gucken beim Fensterbrett, jetzt wo es noch kalt ist, dass man das, wenn man so ein bisschen Feuchtigkeit hat oder so, ob das da auch anschlägt. Weil im Kinderzimmer frühestens. Aber hauptsächlich halt für, weil das ist dann halt bei mir ein bisschen problematischer in der Küche, wenn zum Beispiel vom Hauptwasserhahn, was dann halt zur Spülmaschine, Waschmaschine und halt Spülbecken hochgeht, ist jetzt halt bei mir ein bisschen doof gebaut oder doof geplant. Ich kann es mir nicht erklären, vielleicht könnt ihr euch einen Reim draus machen. Es ist halt so, Heißwasser, Kaltwasser, Abwasser. Also praktisch hier sind so die Hähne für Heißwasser und Kaltwasser und dann halt mit zusätzlichen für die einzelnen Geräte. Und mit den zum Drehen auch. Kein Problem. Auch an der Seite, kein Problem. Unten runter Abwasser, wo dann halt von der Spüle und von den anderen Geräten Abwasser. Auch kein Problem. Also genau mittig. Aber unter dem Wasser, also praktisch unter dem Kaltwasser ist das. Ne? Unter dem Kaltwasser habe ich eine Steckdose. So etwa so viel unter dem Rohr, was da rauskommt für Kaltwasser. Da ist die Spülmaschine dran. Und Waschmaschine. Ein Zweier. Was das, also ist ein Zweier-Steckdose. Aber eine ist halt nur unter dem... Die andere ist, die Spülmaschine ist halt noch im trockenen Bereich, weil das ist dann praktisch, hier ist der Hahn, hier ist der Stecker für die Spülmaschine sozusagen und der von der Waschmaschine ist genau drunter. Also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, da eine Steckdose hinzubauen. Vielleicht kann es einer von euch mir erklären. Ich habe bis jetzt
nichts gefunden, was das logisch erklären würde, dass da gerade in der Situation eine Steckdose ist. Mein Onkel ist Elektriker, der hat auch keine logische Lösung gefunden, warum da gerade sowas sein sollte. Aber egal. Ist egal, es ist halt da. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, sehr zufrieden. Läuft alles super. Wir werden ihn jetzt noch weiter testen. Und das nächste ist dann der Wassersensor. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.